Der Typ ist da hinten. Und da hinter mir, genau, das wollte ich sagen. Aber ich hatte keinen Bock, mich umzusehen. Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny. Willkommen zum 10. Game hier auf meinem Kanal. Das letzte, was ich zeigen muss. Dann werde ich ein bisschen üben, das ganze Spiel kennenlernen. Und das wird eine längere Zeit dauern. Das ist nun mal hier, weil es hier 50 Ebenen gibt. Außerdem hat niemand eine Karte dabei. Deswegen muss ich halt gucken, wie ich zurechtkomme. Ja, also ich habe die AK-12 genommen mit 3 Aufsätzen heute, mit der Atlas. Ich habe noch keine andere Pistole, wie ihr sehen könnt. Es gibt hier sehr, sehr wenig Pistolen. Auf die Klassen an sich werde ich noch eingehen. Leichtgewicht, blinde Überwacher, Zähigkeit, Exo, ja genau, irgendwas und 3 Killstreaks. Ich würde sagen, ich fange erstmal an, indem ich ganz normales Spiel suche. Das wird jetzt mein letztes Spiel sein. Danach wird wahrscheinlich oder währenddessen mein Road to Commander stattfinden mit dem YouTuber. Wir spielen heute auf Recovery. Im Team Deathmatch, Jeff Semtex haftet an ihren Feinden. Vielen Dank für diesen einzigartigen Tipp. Also ist wirklich einzigartig, der Tipp. Ich muss sagen, es gibt Tipps, die sind wirklich relativ hilfreich, aber die meisten Tipps sind so leicht auf Droge. Und ja, zu der Map kann man sagen, wir sehen Rauch und wir sehen, keine Ahnung, irgendwas Zukunftmäßiges. Keine Ahnung, was es sein soll. Und im Hintergrund noch eine ganz große Brücke und ansonsten nur Bäume. Bäume kann man immer hintun, wenn man keine Ideen hat, was man reintun soll. Dann nimmt man einfach Bäume und das war genau die falsche Klasse. Das ist die richtige Klasse. Natürlich wird sie beim nächsten Wiedereinstieg erst geändert. Alles wird gut. So, ich habe übrigens keine Semtex dabei dieses Mal, weil ich mich für 3 Aufsätze entschieden habe. Der Notpunktvisier ist hier nicht OP. Ist ja Unsinn, ne? Wenn er OP wäre, Schwachsinn. Aber das Notpunktvisier ist, sag ich mal, der? Ernsthaft? Das Notpunktvisier ist hier ein bisschen, ist ja sehr stark, sag ich mal. Weil man wirklich gut zielen kann damit. Der Typ ist da hinten. Und da hinter mir, genau, das wollte ich sagen. Aber ich hatte keinen Bock, mich umzusehen. Dafür bin ich lieber gestorben. So. Das ist mein letztes Game. Ich kenne die Map noch nicht. Ich habe noch nie gespielt. Wie die meisten Maps leider noch nicht. Aber ja, sind meine ersten 10 Games. Und ich muss sie uploaden. Also, whatever, sag ich mal. Whatever. So, ganz langsam, aber sicher. Der Typ campt hier. So, du musst sterben. Ich habe Challenger dabei. Auch eine sehr interessante Sache. Es gibt sogar einen Aufsatz, der ist dafür da, das werde ich euch noch zeigen, aber ich kann jetzt schon mal ein bisschen spoilern. Der ist dafür da, dass ihr Gegner auf der Minikarte sieht, obwohl die Schalldämpfer haben. Dafür, das gibt's auch. Schalldämpfer ist also damit nicht mehr so ganz so gut, je nachdem wie viele Leute diesen Aufsatz nehmen dann. Ja, da wurde ich geholt von 2 Leuten. Ist wirklich auch schwer, 2 Leute zu eliminieren. In Black Ops 2 ist es immer so gewesen, ja, kommen 2 Leute, ist mir scheißegal, ich kill auch 10 davon. Aber hier ist es so, wenn 2 Leute kommen, ist es wirklich schwer, die zu killen, ja. Ja, der war hinten. Okay, den habe ich nicht gesehen. Ich muss sagen, ich bin nicht der größte Fan von diesen Luftkämpfen. Deswegen habe ich manchmal nie so Lust, das hier zu lernen, wie es hier oben aussieht eigentlich. Also wie ihr sehen könnt, hier kann man immer überall drauf. Ja, der Typ hat mich auf der Karte gesehen, aber der wollte mich nicht töten, nee. So, der Typ kommt hier lang. Ja, hat mich leider zuerst gesehen. Die haben hier eine Drohne oben. Ja, an sich eine ganz chillige Map, muss ich sagen. Man muss sie alle kennenlernen. Ich spiele sie da zum ersten Mal. Ja, natürlich. Alles wird gut. Gott, gibt's hier viele Granaten, Alter. Wollt ihr mich verarschen, oder? Da hinten ist der. Ja, scheiße. Der kam von hinten, hat uns flankiert. Natürlich brillant. Auf die Drohne kann ich mich eher weniger verlassen, um ganz ehrlich zu sein. Ich finde es hier sehr, sehr unübersichtlich, wo überhaupt wer ist. Kann auch daran liegen, weil ich die Map nicht so ganz kenne. Aber im Endeffekt ist es mein erster Eindruck und mein erster Eindruck bleibt mein erster Eindruck. Ja, gut, alles klar, ist ein Teammate. Habe ich nicht gewusst. Ich gehe mal hier links lang, weil mein Team da oben lang geht. Ist nicht so schlau, wenn alle an einem Ort lang gehen. Das war ein Teammate, glaube ich. Ja, ich habe leider keine Semtex, würde ich im Moment gerne haben. Hä, wo sind die denn? Wow, ich muss sagen, Konterdrohne ist hier ziemlich, ziemlich gut. Also ich bin ziemlich, ich weiß gar nichts. Ich weiß gar nichts, wenn die Karte nicht da ist. Ich schaue wirklich jede Sekunde mindestens einmal auf die Karte. Und wenn ich weiß nichts. Ich verspreche euch, das ist so effektiv, diese Scheiße. So, aber ich finde, die Waffe klingt, oh, da ist einer. Die Waffen klingen wirklich sehr geil. Oh, shit. Ganz langsam, aber sicher. Kann ich hier irgendwie, ich weiß es nicht. Die kommen auf jeden Fall von hier. Sehe ich auch an diesem Laser.
So. Muss man dich auch... Ah, scheiße. Wieso hat er mich anvisiert, Mann? Ich verstehe es nicht. Gewinnen wird ein Problem. Es geht ja bis 75. Es ist zwar noch möglich, aber... Nee, es wird nicht mehr möglich. Wir gewinnen nicht mehr. Dazu bin ich auch noch viel zu schlecht. Ansonsten könnte ich einen guten Score raushauen. Das sind halt meine ersten 10 Spiele. Ich habe mich ein bisschen abgeregt und nach vorne gesetzt. Die Gamer-Position habe ich nicht eingesetzt, weil die Gamer-Position ist eine Position, die geschätzt werden muss und die man nicht ausnutzen darf. Für seinen eigenen Profit, das geht nicht. Gut, das war's mit dem letzten Game, was ich zeigen musste. Ja, das waren meine ersten Eindrücke. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Das waren jetzt 10 Games, die ich euch quasi gezeigt habe. Ob ich währenddessen noch das Road to Commander mache, ich weiß es nicht. Oder die ersten 10 Games so schnell hochlade wie möglich. Ich habe keine Ahnung. Ich darf wegen dem Embargo das Spiel erst am 3.11. hochladen. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf eure Meinung zum Game und auf eure Bewertung und so weiter und eure Meinung im Allgemeinen. So, 2625 EP, Spiel-EP, blablabla, Spielbonus, Herausforderungsbonus, alles wird gut, wir wissen Bescheid. Hier lass mal auf Droge. AT-Verhältnis auch sehr interessant, Punkte 925, blablabla, längste Punkteserie, 3 Assists, Tode 11. Ja, danke für die Tode, will ich gar nicht sehen, ich bin negativ, what the fuck. Ich bin letztes Jahr so oft negativ. Keine Ahnung wieso, ich muss sagen, das ist wirklich sehr traurig. Beim Event war ich auf jeden Fall besser, aber ja, das wird noch... Ich bin mir sicher, wir werden noch richtig geile Gameplays gemeinsam erspielen. Vielen Dank fürs Zuschauen und Bewerten. Nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Tschüss!